Salut Leute, es ist Bärlauchzeit. Wir machen eine leckere Bärlauchsuppe. Was brauchen wir dafür? Und zwar, wir haben Zwiebeln, geschälte Kartoffeln, zwei Stück. Ich mache für vier Personen so eine Suppe. Sellerie, also im Prinzip nur weiße Sachen und Bärlauch. Wenn wir jetzt rote Sachen mit reinmachen würden, würden wir eine komisch braune Farbe kriegen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja kräftig grüne Farbe haben. Eine Gemüsebrühe zeige ich hier nochmal aus allen Resten, die ihr so habt. Möhrenschalen, Sellerieabschnitte, ne, ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Kohl. Ne. Ich habe hier noch ein bisschen Grünkohlblättchen mit drin. Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, sowas kommt da alles mit rein. Ne. Einmal auskochen. Ich sag mal so eine halbe Stunde kochen lassen. Und dann ist das schon gut. Ne. Ein Schluck Sahne oder Sojabisahne. Olivenöl, Butter oder Margarine, also irgendein Öl, kann auch ein Rapsöl sein, schmeckt auch sehr gut zum Beispiel. Ja, Salz, Pfeffer und Muskat. Das war's. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ist eine leckere Vorsuppe. Und wir starten mit den Zwiebeln. Hier geht es jetzt nicht darum, dass das alles super fein ist, da alles gemixt wird. Schneiden wir einfach so eine Größe, dass es relativ schnell gab. Der Sellerie ist etwas fester, deswegen wechsle ich hier das Messer. Man könnte auch noch das Weiße vom Lauch mitnehmen. So, auch die Kartoffeln. Wo schon gleich kleinen Würfeln. Das sind jetzt noch Herbstkartoffeln. Das ist eine rote Laura. Zählt somit zu meinen Lieblingskartoffelsorten. Okay. Flamme an. Etwas Fett in den Topf. Ist recht windig, wie man sieht. Es war herrlicher Sonnenschein, aber doch recht kühl, deswegen auch noch mit Mütze heute. Das kann man ruhig schon reinmachen, das muss in dem Fall jetzt nicht heiß sein. Es soll auch nicht zu stark Farbe nehmen, weil das schmeckt dann einfach nicht so gut. Hier geht es jetzt darum, dass es zart angeschwenkt wird. Wir können auch ruhig schon Gewürze drauf geben, etwas Salz, etwas Pfeffer. Und ein bisschen Muskat. Den Rest der Würze kommt dann komplett durch die Gemüsebrühe und vor allen Dingen natürlich durch den Bärlauch. Das Gemüse ist jetzt schön angeschwenkt. Das sehen wir hier. Ne, ohne großartig Farbe zu nehmen, aber schön glasig. Schöne Aromen gibt das dadurch. Und jetzt füllen wir das Ganze mit Gemüsebrühe auf. Ja. So. Und jetzt lassen wir es erstmal weich kochen. Da die Kartoffeln jetzt schon angeschwenkt sind, sage ich mal, brauche ich jetzt die Suppe so 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Meist reicht dann wirklich 10 Minuten. Kleine Flamme mit Deckel drauf. Köcheln lassen. So, die Kartoffeln sind jetzt gar. Es kommt ein Stück Sahne hinzu oder Sojabisahne, halt, je nachdem wie ihr es mögt. Das nochmal köcheln, Momentchen. Mach den Deckel drauf. Einfach energiesparender. So, jetzt schneiden wir unseren Bärlauch. Der ist einfach gewaschen. Mehr müsst ihr nicht machen. Selbst wenn da so kleine Blütenansätze mit bei sind, die kann man so mitessen. Kann man auch, wenn die aufgehen, auf Salat machen. Schmecken sehr lecker. So, einfach. Wie wenn ihr Schnittlauch schneiden würdet, klein schneiden. So. Schauen wir mal, ob das hier kocht.
Lass es gleich noch einmal kurz aufkochen. Der Vorteil ist übrigens mit den Kartoffeln. Wir haben jetzt hier keine fremde Bindung drin, also kein Mehl oder keine Maisstärke. Eine ganz natürliche Suppe im Prinzip. Ja, wir haben schon ein bisschen mit dem Wind zu kämpfen einfach. Einmal aufkochen sollte sie. Okay, die Suppe kocht. Dann Bärlauch rein. Ich lasse sie dann nicht mehr kochen, weil dann bleibt die schöne Schärfe erhalten vom Bärlauch. Und dieser frische Charakter ist einfach viel stärker. Gas also raus. Und dann mit mixen das hier schön durch. Gut aus. Gucken wir uns mal die Konsistenz an. Ja, ne? Für eine Vorsuppe eine ganz tolle Sache. So, et voilà. Bon Appetit wünsche ich euch, euer Bierkoch. Unten läuft hier die Bärlauchpesto an. Sie ist vom letzten oder vom vorletzten Jahr, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das Schöne an Rezepten ist ja, sie werden nie alt. Tja, die Motorräder fahren auch schon wieder, man hört's. Also, wenn es euch gefallen hat, über ein Like, über ein Teilen oder einen Kommentar, freue ich mich besonders.